Freiheit. Es ist ein bisschen kompliziert mit mir hier, diesen Ding abzumachen, aber ich mache das schnell. So. Das ist ein Geschenk von einer besten Freundin. Und die hat selber gemacht, ja. Also ich finde unsere Zeiten gerade sehr aufregend und bieten guten Anlass, mal Dinge zu hinterfragen, die wir bis jetzt als normal oder schon immer da wahrgenommen haben. Und auch festzustellen, finde ich ganz spannend, worauf kann ich am ehesten verzichten? In dem Fall jetzt, was habe ich am wenigsten vermisst? Außergewöhnlich, auf jeden Fall. Und ja, ist auch ein bisschen natural, glaube ich, dass in der Natur sowas passiert. Mal schauen, die Konsequenzen. Ja, es ist sehr unerwartete Situation und ich glaube, wenn wir das schaffen, das bringt viel Gutes, wenn wir nicht vergessen werden, was wir in dieser Zeit gelernt haben. So allgemeiner so, würde ich so beschreiben, dass wir sehr große Aufgabe haben und viele Herausforderungen bekommen und dass wir eine sehr schwierige Zeit erleben. Das würden wir sehr schwere Zeit erleben, das sehe ich so. Ich finde es richtig gut, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, dass die Leute super sensibel werden auf bestimmte Themen und irgendwie mal richtig hinhören und richtig hingucken und fast schon so, ich sag mal, von der Gesellschaft erpresst werden, im positiven Sinne, wenn man das überhaupt so formulieren kann. Aber so nach dem Motto, hey, wenn du jetzt nicht mitziehst für diese gute Sache, für alle Menschen, wir sehen dich und wir wissen, wer im Endeffekt daran schuld war, dass sich bestimmte Dinge nicht geändert haben. Fotografie für mich ist es sehr starke Medien und da habe ich früher viel andere Medien mit anderen Medien beschäftigt und Video, Malerei, Zeichnen so. Aber Fotografie war immer und immer noch so, dass es dadurch kann ich meine Themen und meine Ideen sehr gut übersetzen. Ich hatte einen Fotografiefreund von mir. Der hat das, finde ich, sehr treffend beschrieben. Da sagt er, der Maler hat ja die leere Leinwand und fängt halt an, Inhalt hinzuzufügen, bis er oder sie halt dann feststellt, jetzt ist es fertig. Während wir bei der Fotografie alles da haben, um uns herum, ringsherum, aus jedem Winkel und entscheiden müssen, was verdichten wir, wie arbeiten wir das immer kleiner hinaus, um möglichst vielleicht im Idealfall die ganze Geschichte in einem Bild zu erzählen. Die Fotografie ist sowieso subjektiv, aber ich wollte versuchen, Momente festzuhalten. Und Kamera ist auch wie ein Instrument, die Kommunikation zu inszenieren. Ich habe immer versucht, meine Aussage zur Fotografie zu transformieren. Ich habe nicht gesagt, das ist das beste Methode, um das Thema zu erzählen, aber ich habe fotografiert und innerhalb dieser Welt sozusagen habe ich versucht, etwas zu erzählen.
ich war ja so viel zu Hause früher, weil man ja als Frau in der Kultur, in der ich groß geworden bin, nicht rausgehen sollte und auch irgendwie wie so ein unbeschriebenes Blatt sein sollte. Und ich weiß, dass ich habe so ein wahnsinnig neugieriges Gehirn und das hat sich immer so Bilder ausgemalt. Und ich glaube, ich habe irgendwann entwickelt im Kopf, so ein Bild zu erschaffen und das wollte ich dann immer so quasi in das Reale reinbringen. Und das ist für mich eben die Realität, also Realität geworden. Was, ne? Und das war für mich so die Selbstvergewisserung. Und deshalb war es so dieses statische Bild, was ich dann immer so übertragen habe nach außen. Also wenn es deutlich ist, dass ich da fotografiere, dann ich versuche mal erstmal auf jeden Fall eine Intimität zu gewinnen. Kommunizieren, Zeit bringen, Ruhe zu kommen, dass beide akzeptiert, da eine Fotograf gibt und dann zu fotografieren. Ansonsten wäre das Fotografieren und weggehen, ist seit langem mache ich sowas nicht. In meiner Fotografie ist es gibt Momente, dass ich so baue, dass ich mit den Menschen so verabrede oder zum Beispiel Porträt oder anders auch. Und es gibt Momente, dass ich zufällig entscheide, in diesem Moment, in diesem Zeit, in diesem Ort, mit diesem Blick. Es ist ein Foto für mich geworden und das ist unterschiedlich. Ich versuche einfach Beobachter zu sein und die Situation zeigen, wie es ist, obwohl es ist wieder nicht objektiv, aber ich möchte die Situation nicht beeinflussen. Also Selbstporträts sind extrem schwierig, weil du ja auch erstmal du siehst ja immer gar nicht, ah, jetzt habe ich den Arm irgendwie so komisch da oder oh, das Licht ist jetzt irgendwie wieder ganz anders. Also das ist wirklich eigentlich so ein kleiner Wettlauf gegen die Zeit, vor allem weil ich ja eben auch mit Licht, extremem Licht arbeite, was sich auch ständig verändert im Zimmer. Also ich setze ja kein Licht, ich benutze das, was da ist. Und dann musst du irgendwie auch immer ein Stück weit gucken, wie fühle ich mich gerade und wie kann ich das irgendwie auch probieren zu inszenieren, dass es authentisch aussieht. Ich muss mir halt die Zeit nehmen, zu warten, dass alles gut zusammenpasst an der Stelle. Und ich mag auch die Reportage sehr gern. Und in der Reportage kann ich ja nicht inszenieren. Das ist ja keine Reportage mehr in meinem Verständnis. Und da muss ich nehmen, was kommt. Das ist wahnsinnig spannend. Das ein bisschen hat was von einer Jagd. Auch wenn Jagd, finde ich, ein bisschen zu brutal klingt. Und im Idealfall schaffe ich es, beides zusammenzubringen, Architektur und Reportage. Und ich glaube, das ist auch so der Geist, der in meiner Arbeit, die ich hier ausstelle, zu sehen ist. Räume. Wahnsinn, also wahnsinnig wichtig. Weil das ist, also ein Raum ist total intim und privat und man verbindet ja auch damit irgendwie Schutz. Aber für mich ist das, ich habe da auch ein super ambivalentes Verhältnis zu, weil Räume für mich auch super einschränkend sind. Und es ist ein Unterschied, ob ich jetzt jemanden in einen Raum setze und den da fotografiere oder mich da reinsetze und fotografiere. Weil wenn ich jemanden fotografiere in einem Raum und den reinsetze, ist das für mich so eine Art Ruhepol und ein Schutzraum für die Person. Für mich ist das holt unbehagliche Gefühle in mir raus. Zum Beispiel das Mein Künstlerbuch über meine Strecke, es geht um Orte, es geht um Städte, die ich besucht habe, es geht um Flüchtlingscamper, es geht um... Es ist so viel Räumlichkeit in meinem Arbeiten, man sieht auch. Und zum Beispiel letzte Zeit, in Corona-Zeit, wo man in zu Hause bleiben muss, man beschäftigt sich mit seinem Körper, mit sich selber. Und dieses Raum, der da ist, zu Hause und man verbringt so viel Zeit und das bei mir war auch diese Beziehung so stärker geworden mit Raum. Es gibt Emotionen, die mir fremd sind, es gibt Geisteseinstellungen, die mir wahnsinnig fremd sind. Ich sehe, dass sie da sind, also
sie sind eigentlich gar nicht fremd, aber sie sind mir fremd. Es gibt, sonst muss ich sagen, liegt in der Fremde ja auch sowas Spannendes, was zum Entdecken. Fremde ist ja was zum Entdecken, was Neugieriges, also was eine Neugier auch wecken sollte, finde ich. Für mich ist gar nicht unbedingt das Fremde etwas, was ich nicht kenne, weil das finde ich meistens interessant, sondern eher so. Für mich sind Nazis zum Beispiel was Fremdes oder oberpatriotische Leute. Das ist, für mich ist das Fremde etwas, womit ich mich nicht identifizieren kann, beziehungsweise was ich unmenschlich finde. Wenn ich selbst irgendwelche Fragen habe, wo ich dann keine Antworten habe, dann ist der Anfang mein neues Projekt, das zum Beispiel über LGBT-Community in Russland wusste ich selbst sehr wenig. Und wenn meine Freunde in Deutschland haben mich gefragt, und wie ist die Situation in Russland, dann dachte ich, okay, dann muss ich anfangen, neue Ideen zu entwickeln. Und ich wollte die Situation in Russland von anderer Seite zeigen, nicht was ich davor schon kannte. Kunst kann viel verändern und das ist das, was wir machen. Das wäre die Veränderung zu schaffen.